Wir stehen an der Ampel hinter einem rosafarbenen Mini mit Teufelaufkleber hinten und ein Spruch über die ganze Rückscheibe: Fresst meinen Feenstaub, ihr Langweiler. Mein Sepp, schau mal die Blumeltapeten, hä? Ja, ist die lieb so nett. Wenn man sein Ohrwaschel ganz leicht auf die Herdplatten regt, dann kann man riechen wie blöd das ist. Zwei lange Jahre mussten die Fans auf diesen Abend warten. Alejandra! Endlich! Brandneue Geschichten vom Münchner Grandler, dem Sturmsepp. Alejandra! Na, vom Sturmsepp. Hey, nix, Alejandra! Okay, ich geb's auf. Herzlich willkommen zur Sturmwarnung, die achte. Bei der ausverkauften Premiere in der Münchner Drehleier zeigt sich Sepp Schauer in Höchstform. Entschuldigung, stehen Sie ja im Stau? Gemeinsam mit seinem Musiker und der zweiten Stimme Heinz-Josef Braun präsentieren sie Alltagsgeschichten, in denen man sich zwangsläufig wiedererkennt. Sei es nun im komplizierten Beziehungsleben, in der neumodischen Welt von Siri, Alexa und Co. oder eben generell die Challenge aller Männer, die um ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Das neue Programm wurde auch diesmal von Corinna Binzer-Schauer geschrieben, allerdings auf den allerletzten Drücker. Ich verlasse mich einfach drauf, dass mir kurzfristig noch Sachen einfallen. Der Sepp kriegt dann leichte Angstzustände, weil es nicht fertig wird. Und ich bin eigentlich gewohnt, immer auf dem letzten Drücker zu arbeiten. Und der Sepp hätte halt das vielleicht schon gern im August. Aber ich habe im August einfach noch keine Winter- und Weihnachtsgedanken. Und deswegen, ja, es war vorgestern, also zwei Tage vorher. Gestern Abend hat der Sepp dann nochmal gelesen und alles war gut. Es ist ja nicht so, dass ich es jetzt vorgestern zum ersten Mal zum Lesen gekriegt hätte, sondern es war ja schon vor 14 Tagen. Ja, eben. Aber nein, das hält spannend. Ja, und eine dieser Geschichten, die erst kurz vor der Premiere fertig wurde, ist diese hier. Stichwort künstliche Intelligenz. Damit kämpft der Sepp Sturm nämlich gewaltig. In Zeiten von Saugroboter Rumba, sprechenden Dosen namens Alexa oder apfelförmigen Siris hat man es einfach nicht leicht. Kein Wunder also, dass all diese ach so intelligenten Freunde bis in unsere bzw. Sepps-Träume vordringen. Mein Handy leid, es ist der Kühlschrank. Du Servus Sepp. Servus Sepp, tu mir für einen Cent von deinem Butter nicht vergessen, gell? Da hab ich nicht mehr so viel. Du, und so einen gestinkerten Käse brauchst du mir für nicht mehr heim tun, gell? Da muss ich fast speien, wenn du mir den nicht hast. Ja. Warte mal, was ist? Hä? Ja, gut, sag ich. Du, und die Alexa sagt, dass ihr das Putzkastel gesagt hat, dass nur noch ein Zwifferlumpen hat. Okay? Also nichts für ungut und nichts vergessen, okay? Wir werden jetzt dabei wieder Fernsehen. Für die Seppi. Und dann habe ich einen Staubsaugerroboter eintrachtig mit dem Wischmopp und der Alexa faul auf der Couch vom Fernseher hochgesehen, während die Anni einen Kühlschrank mit Leberkässemen gefordert hat. Was für ein Alter. Alexa nutze ich nicht, Siri nutze ich nicht. Na, hör mal. Ich brauche das nicht. Aber den Staubsaugroboter, das kann ich wärmsten empfehlen. Ja, soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Also Alexa kenne ich nur von Freunden und da finde ich es immer ganz witzig, weil man die so schön Schmarrn machen kann mit der Alexa. Gott, ich habe eine Alexa zu Hause. Oh nein, jetzt habe ich mich geoutet. Nur in meinem Leben betrifft mich das sehr, sehr wenig, weil ich mich da abschotte. Aber ich sag euch, das ist toll. Also ich stehe da, sag guten Morgen, dann erzählt die mir erstmal, was das heute für ein Tag ist und wer mal wieder Geburtstag hat und wie das Wetter wird. Ja, ich bin ja auch aus der Generation, wo man das alles nicht gebraucht hat und wo mich das zum größten Teil auch mehr nervt, als dass es nützlich ist. Die künstliche Intelligenz, Fluch und Segen zugleich. Ein Leben ohne Handy-Apps kaum noch vorstellbar. Diese App macht mich schon ein bisschen neugierig. Ja, die darf ich gerne mal ausprobieren. Sollte jemals ein Hund knurrend und bellend auf mich zulaufen, dann tue ich mein Handy raus, öffne die App, mache einen Film und drücke auf Analyse. Während mir aber mein gesunder Menschenverstand schon lang sagt, Sepp, lauf!
Eventuell sagt man dann die App nach genauer Auswertung. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. A, laufen Sie schnell weg. B, ist das nicht mehr möglich, dann desinfizieren Sie die Bisswunde vorsichtig und gründlich. So ein Schmarrn. Da stehen sie mit dem Auto im Stau, weil sie auf dem Weg ins Fitnessstudio sind, damit sie dort Radl fahren können. Sturmwarnung, die achte, mit dem Sturmsepp. Ja, der dauert ein bisschen bis. Alltagsgeschichten, die jeder von uns kennt. Es gibt ja die verschiedensten Stautypen. So eine wie wir, meine Anne und ich, die halt im Stau stehen, weil sie es nicht ändern können und einfach abwarten. Hilft ja nichts. Dann gibt es diese Spurwechsler. Die sitzen da erst im Kofferraum, dann sind sie auf einmal neben dir, dann wieder hinter dir, kurzzeitig einmal vor dir und dann wieder neben dir. Da hat die Anni dann schon einmal ihr Fenster runtergedreht und gefragt, Entschuldigung, stehen Sie ja im Stau? Dann gibt es aber auch diejenigen, die an einer roten Ampel stehen und nichts Besseres zu tun haben, als ihr Smartphone in die Hand zu nehmen und sich folgendes Drama abspielt. War schön, wenn Sie jetzt dann einmal zufahren würden, oder? Kommt da von der Anni. Grüner wird's nicht, diese Farbe ist keine Option. Ampel ist wieder rot. Ich sehe, dass Ihr Kopf nach rechts geneigt ist. Sag einmal, warum fahren die nicht zu, Sepp? Ja, das kann ich Ihnen genau sagen, was da in dem Auto abgelaufen ist. Die hat eine WhatsApp geschrieben. Steh gerade an der roten Ampel, freu mich auf dich, bin gleich bei dir. Ampel jetzt grün, ich muss los, bin gleich da. Ah, Ampel jetzt wieder rot, kann doch noch weiterschreiben. Zerfix! Das war, glaube ich, jetzt mein 5. Programm heute und es ist jedes Mal immer noch besser, es ist noch lustiger und ich meine, heute das Highlight war einfach der sprechende Kühlschrank für mich. Ja, hervorragend. Ich bin ja immer ein großer Freund von diesen Geschichten aus dem sogenannten normalen Leben. Ne? Das macht ja die Corinna ganz klasse. Großartig, zwar. Ich habe viel gelacht und ich habe mitgeschunkelt und gesungen und das mache ich nicht oft. Was mir immer gefällt, ist einfach, wenn du nicht nur einfach so auf Karlauer gehst, auf Schenkelklopfer gehst, sondern wenn man auch einfach mal Dinge anspricht, die einem persönlich wichtig sind. Und da hat sie echt tolle Themen. Ich bin begeistert wie immer. Ich habe alle Sturmprogramme gesehen und finde es erstaunlich, was der Corinna immer wieder einfällt. Ich fand es fantastisch. Also die 2 Stunden gingen um wie im Flug und ich finde, es war super geschrieben von Corinna. Sepp hat es super erzählt. Es ist einfach der Wahnsinn. Mal wieder der Wahnsinn gewesen. Der absolute Wahnsinn war aber auch folgende Ankündigung. Und zwar ist es so, dass die Corinna, nachdem wir lang nur an sie hingeredet haben, Charlie und egal wer alles, hat sie jetzt tatsächlich ein Programm für sich selber geschrieben. Und dieses Programm hat genau in 90 Tagen hier auf dieser Bühne die Premiere, meine Damen und Herren. Genauer gesagt am 21. Februar 2019. Corinnas erstes Soloprogramm, längst überfällig. Was Frauen kennen und Männer wissen sollten. In Austherapiert geht es um die Frau, die gefallen will. Den Männern, den Eltern, der Verwandtschaft, den Freundinnen, allen Menschen auf diesem Planeten. Und zuletzt vielleicht auch sich selbst. Diese Figur durchläuft dann verschiedenste Therapien. Die macht eine Tanztherapie, die macht eine Sauftherapie. Für sie ist eigentlich das ganze Leben Therapie und ihr Therapeut hat gesagt, er kann ihr nicht mehr helfen. Sie muss dem Schmarrn andere Leute erzählen und deswegen geht sie auf die Bühne. Ich finde das super. Seit ihr ein paar Sachen von der Corinna gehört habt, die sie selber auf der Bühne dargestellt hat, in einem Fastenprogramm, das sie einmal gemacht hat und dann sehr stark auf unserer Hochzeitsfeier, da hat sie eine sehr starke Geschichte erzählt und da war es dann endgültig so weit, dass ich gesagt habe, ja, jetzt musst du aber wirklich selber auf die Bühne gehen. So ganz allein wird Corinna aber nicht auf der Bühne stehen. Musikalisch begleitet wird sie dann von Michi Muggesser. Das finde ich total überfällig. Ich finde, das hätte sie schon längst machen sollen. Weil das schwelt ja schon länger und mit dem Gedanken wird schon länger geschwollt. Die Überraschung war, dass sie jetzt wirklich sagt, so und jetzt mache ich es.
spannend, da muss man natürlich hin, weil ob sie sich genauso gut trifft wie ihren Mann, das ist immer die Frage. Für sich selber zu schreiben, glaube ich, ist viel schwerer, als für jemand anderen zu schreiben. Finde ich einfach dann ein sehr tolles Experiment. Ich wünsche dir da extrem viel Glück und viel, viel Spaß vor allem dabei. Aber ich freue mich drauf. Coole Frau, muss man wirklich sagen. Coole Frau. Ich habe noch nicht geschaut, ich hoffe, ich habe Zeit. Dann werde ich auf jeden Fall kommen. Das Plakat finde ich auch sehr gelungen. Totaler Hingucker und das wird sicher super. Ich selber war immer zu feig, aber die Corinna schafft es. Und so endet ein erfolgreicher und überraschender Premierenabend in der Münchner Drehleier. Sturmwarnung, die 8. Tschüss.